Daher finde ich das recht amüsant, dass ich auch einige Male schon gesehen habe, dass Menschen über diverse Missstände klagen, über eigene Defizite, die sie haben, und die sie eingestehen, was natürlich schon mal der erste Schritt ist. Aber anstatt zuzugeben, dass diese Defizite, diese Mängel persönliche Mängel sind, das heißt, die mit meiner eigenen Person zu tun haben, die an mir haften, die mir innewohnend sind, aus mir selbst kommen, auch wenn das durch diverse Einflüsse ausgelöst wird, das ist eine andere Sache. Denn der Mensch hat eben auch diverse negative Dinge. Er kann Triebe haben, die ausufern und die im Zaum gehalten werden müssen. Das alles ist ja möglich. Aber man sieht manchmal, dass Leute, wenn sie sehen, dass sie fast unkontrollierbare Triebe haben oder einen Hang zu diversen Schlechtigkeiten, eine diverse Sucht, anstatt einzugestehen, dass es ein Problem ist, das von mir selbst kommt, versucht man das auf irgendwelche andere Phänomene zu schieben, wie zum Beispiel, indem man dann nach der Rukia sucht. Indem man nach der Rukia sucht, das ist natürlich komfortabler und einfacher, sich alle Probleme auspusten zu lassen, als sich selbst an der Nase zu nehmen und eben etwas zu planen und zu tun, ein Selbsttraining ins Leben zu wecken, das nicht immer komfortabel ist. Und das ist natürlich dann im Endeffekt hat dieses Eingeständnis am Anfang, dass es sich hier um Mängel und Defizite handelt, hat dann am Ende des Tages nicht wirklich viel gebracht. Man muss begreifen, dass eben diese Schlechtigkeiten auch dem Menschen innewohnend sind. Ansonsten wären alle Menschen ja im Endeffekt gleich. Das heißt, jene, die eben diverse Triebe und Neigungen nicht haben, und andere, die sie haben, dann ist sie im Endeffekt einfach nur eine, ja, sagen wir es, Prädestination. Aber eben hier ist ja der Knackpunkt, dass manche Menschen emporsteigen, manche Menschen hervorstechen, Hervorragendes bewirken, weil sie sich selbst bezwingen, weil sie sich selbst trainieren und in den Griff bekommen. Und das ist der entscheidende Punkt. Hier scheitert man oder hier gewinnt man. Der Prophet sallallahu sagte, Huffatil Jannatu bil Makarih wa Huffatil Naru bil Shahawat. Das Paradies ist umsäumt von Makarih, das heißt von Dingen, die nicht komfortabel sind. Die nicht komfortabel sind. Und das Paradies, die Hölle ist umgeben von Neigungen und Trieben. Also es ist eine Komfortzone. Man muss sich einfach gehen lassen. Und das verstehen einige natürlich nicht. Und sie denken dann, sie müssen sich von irgendwelchen Geistern behandeln lassen, wenn sie Triebe haben, die eigentlich ganz natürlich sind, denen sie sich aber selbst so sehr hingegeben haben, dass es ausgeufert und ausgeartet ist und eben dann entsprechend mehr Anstrengung erfordert, das wieder in den normalen Bereich zurückzudrängen.